Eine kurze Geschichte der Blutdruckmessung. Aufgrund der detaillierten Bilder empfiehlt es sich, dieses Video in der HD oder besser 4K-Variante anzuschauen. Bereits im alten Ägypten wurde der Zusammenhang zwischen Herzschlag und Puls erkannt. In einem der ältesten bekannten medizinischen Schriften, dem sogenannten Papyrus Ebers, geschrieben wohl im 16. vorchristlichen Jahrhundert. Darin wurden verschiedene Krankheiten, Symptome und deren Behandlung beschrieben. Der griechische Arzt und Anatom Galenos von Pergamon beschrieb bereits im 2. Jahrhundert zwei verschiedene Arten von Blutgefäßen und Blutern, nämlich dunkles und helles Blut. Den unterschiedlichen Blutern schrieb er verschiedene Aufgaben zu. Wachstum und Energie kämen von dem dunkleren Blut, das in der Leber aus Galle gebildet wird und über die Venen in das Körpergewebe transportiert würde. Hingegen brächte das aus dem Herzen kommende helle Blut Vitalität durch die darin enthaltene Luft. Nach seinen Vorstellungen floss Blut aus diesen beiden Organen jeweils in alle Teile des Körpers, wo es gebraucht und verbraucht wird. Ein Rückstrom zum Herz oder Leber fand hiernach nicht statt. Auch kam das Herz keiner pumpenden Funktion zu. Der arabische Arzt Ibn an-Nafis entdeckte im 13. Jahrhundert den heute sogenannten kleinen Blutkreislauf oder Lungenkreislauf. Seine Erkenntnisse, die als Zeichnungen bis in die heutige Zeit überliefert sind, gelangen jedoch damals nicht in den europäischen Raum. Erst im Laufe des 16. Jahrhunderts durch den spanischen Arzt Michel Servet wurde das wieder publiziert. Erst im 17. Jahrhundert erkannte der englische Arzt William Harvey den kompletten Blutkreislauf. Was William Harvey von vielen seiner Zeitgenossen unterschied, war seine klare Trennung von Hypothese und Fakten. Ergebnisse seiner Forschungen akzeptierte er erst dann, wenn sie auch im Kontrollversuch bestätigt wurden. Er war somit der Erste, der wissenschaftliche Methoden auf dem Gebiet der Biologie und Medizin einführte und kann somit als einer der ersten Begründer oder einer der Begründer, Entschuldigung, der neuzeitlichen Medizin betrachtet werden. Rivarolschis bedeutendste Leistung war 1896 die Erstbeschreibung einer pneumatischen Armmanschette für ein Quecksilberblutdruckmessgerät, das die Weichteile und Arterien des Oberarms gleichmäßig komprimierte und damit die einfache indirekte Messung des systolischen Blutdrucks erlaubte. Das 1896 auf dem italienischen Kongress für Innere Medizin vorgestellte indirekte, unblutige und einfach anzuwendende Verfahren zur Blutdruckbestimmung entwickelte sich rasch zur Standardtechnik der ärztlichen Diagnostik und erleichterte die Behandlung der Hypertonie, dem Bluthochdruck. Das Kernstück der Messung ist eine Oberarmmanschette, die eine gleichmäßige Kompression des Armes ermöglicht. Gleichzeitig kann der Arzt mit tastenden Fingern bequem die Pulsation der Arterie im Handgelenk fühlen. Rivarocci erkannte die Mitte des Oberarms als geeignete Stelle für diese Kompression und vereinfachte die Apparatur, indem er statt eines starren Zylinders einen Gummischlauch verwendete, der um den Arm geschlungen und aufgeblasen wurde. Die Ausdehnung des aufgeblasenen Schlauches wird durch eine zirkuläre Lederbahn innerhalb des Schlauches begrenzt. Neben dem Quecksilbermanometer wird ein Gummiball zum Aufblasen der Manschette benutzt. Darüber hinaus muss der Patient für eine korrekte Messung den Oberarm entblößen. Der mit Manschette und Oberarm und Tasten des Pulses gemessene Blutdruck wird auch heute noch mit RR nach Rivarocci abgekürzt.
Nikolai Korotko beschrieb 1905 die Wahrnehmung von Geräuschen bei der Blutdruckmessung mit Hilfe eines Stethoskops und stellte seine Messmethoden vor. Am 13. Dezember desselben Jahres erschien eine weitere Mitteilung Korotkos zur Blutdruckmessung, in der er Ergebnisse von Tierversuchen mitteilte, wonach die wahrgenommenen Geräusche lokal und nicht kardialem Ursprung seien. Diese Berichte verursachten eine lebhafte und kritische Diskussion über die Ursachen dieses Phänomens. Die neue Methode wurde in Russland bald aufgegriffen und mehrfach experimentell bestätigt. Das Geräusch, das bei der Verwirbelung des Blutes durch die Kompression beim Messen des Blutes entsteht, wird als Korotko-Geräusch bezeichnet. Der Blutdruck wird immer mit zwei Zahlen angegeben. In diesem Beispiel RR 115 zu 80. Das RR steht für gemessen nach Riva-Rotschi, zu Ehren von Riva-Rotschi. Die Zahlen werden 115 zu 80 ausgesprochen. Der erste Wert beschreibt den systolischen Blutdruck. Bei der Herzarbeit handelt es sich um einen wellenartigen Pumpvorgang. Jedes Mal, wenn sich die linke Herzkammer zusammenzieht und das Blut ausstoßartig in die Hauptschlagader, die Aorta, gepumpt wird, was den Blutdruck in diesen Gefäßen kurz ansteigen lässt, der dabei erreichte maximale Druck wird als oberster Blutdruckwert oder auch als systolischer Blutdruck bezeichnet. Systole kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ungefähr so viel wie das Zusammenziehen. Der zweite Wert beschreibt den diastolischen Blutdruck. Nachdem sich die linke Herzkammer beim Pumpvorgang zusammengezogen hat, muss sich die Herzkammer für diesen nächsten Pumpstoß wieder mit Blut füllen. Dafür entspannt sich die Kammer. In dieser Entspannungsphase, in der kein weiteres Blut in die Hauptschlagader gepumpt wird, fällt der Druck in den Blutgefäßen langsam wieder ab, bis zum nächsten Blutstoß, der aus dem Herzen kommt. Der dabei erreichte niedrigste Druck wird als unterer Wert oder auch als diastolischer Blutdruck bezeichnet. Der Begriff kommt auch aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Ausdehnung. Bei einem Blutdruck von 120 zu 80 Millimeter Quecksilbersäule beim erwachsenen Menschen pulsiert also das Blut mit einem Druck von wellenförmig zwischen 120 und 80 Millimeter Quecksilbersäule hin und her. Der Begriff Millimeter Quecksilbersäule ist historisch. Zur Anfangszeit der Druckmessung mit Hilfe eines Manometers wurde Quecksilber in einem Zylinder gefüllt und der von dem Quecksilber ausgeübte Druck wurde als Referenz zur Messung benutzt. Wie läuft eine Blutdruckmessung ab? Der Patient sollte zuerst etwas ruhen, um einen Ruheblutdruck zu erhalten, sonst ist die Messung gegebenenfalls verfälscht. Die Manschette wird am linken Arm angebracht, ungefähr auf der Höhe des Herzens. Mit einem Stethoskop wird auf Höhe der linken Armbeuge die Strömungsgeräusche abgehört. Der Druck in der Manschette wird nun langsam erhöht. Sobald der untere diastolische Wert überschritten wird, sind die Kotkorov-Geräusche zu hören. Diese verstummen erst, wenn der Druck in der Manschette über dem systolischen, also dem oberen Wert, stark liegt. Jetzt wird der Druck in der Manschette langsam abgelassen und die Skala des Manometers beobachtet. Der Punkt, an dem die Geräusche wieder einsetzen, ist der systolische Druck. Der Druck wird weiter abgelassen und wenn die Geräusche jetzt wieder verschwinden, ist der diastolische Druck erreicht.
Zu sehen ist ein Blutdruckmesser der Firma Erka, ein sogenanntes Spückmo-Manometer im Originalzustand aus den 1940er Jahren. Das Gerät ist in eine Holzbox eingebaut für den Transport. Das Gerät ist in diesem Zustand nicht mehr einsatzfähig, da die Kautschukteile wie der Schlauch sowie die Handpumpe so weit korrodiert sind, dass ein Aufbau eines Luftdrucks de facto unmöglich ist. Auf der Mitte des Bildes ist das Reservoir mit Quecksilber zu sehen, sowie auf der rechten Seite die Skala von 0 bis 270 mm Quecksilbersäule. Daher bezieht sich der Begriff, die Skala ist 270 mm lang und wenn sie komplett mit Quecksilber gefüllt ist, entspricht der Druck des Quecksilbers, ist dann identisch mit dem Druck des Blutes. Auf der rechten Seite im Bild sieht man nochmal die Großaufnahme des Typenschildes sowie die Manschette. Die Manschette ist auch mit einem Gummischlauch gefüllt, um halt den Arm zu umschließen. Was nicht im Bild ist, ist das Stethoskop. Das muss der Arzt separat mitbringen. Im Kasten ist nur das Blutdruckmessgerät selbst, sowie die Manschette, als auch der Luftdruckbalg. Zu sehen ist der Blutdruckmesser RK300, ebenfalls im Originalzustand aus den 1960er Jahren. Ganz links ist die Originalverpackung sowie das Gerät im geschlossenen Zustand. Dieses RK-Meter ist leider auch nicht mehr einsatzfähig, da ebenfalls die Kautschukteile so weit korrodiert sind, dass ein Aufbau eines Luftdrucks nicht mehr möglich ist. Man sieht, der Aufbau ist sehr ähnlich der Variante aus den 40er Jahren. Es gibt eine Skala, die diesmal bis 300 mm Quecksilbersäule reicht. Der Blasebalg sowie die Manschette ist an derselben Stelle positioniert. Als kleiner Fun Fact, dieses RK-Meter wird bis zum heutigen Tag produziert. Allerdings nicht mehr aus Metall, sondern aus schlagfestem Kunststoff mit einem Steigrohr ebenfalls aus schlagfestem Kunststoff, weil selbst die aktuellsten RK-Meter sind noch mit Quecksilber gefüllt. Quecksilber darf im medizinischen Bereich bis zum heutigen Tag noch eingesetzt werden. Das hier gezeigte RK-Meter, ebenfalls aus den 1960er Jahren, ist voll funktionsfähig. Alle kritischen Komponenten wie Schlauch, Pumpe, Manschette wurden ausgetauscht. Alle ba Ersatzteile sind noch bis heute käuflich erwerblich. In der Videobeschreibung sind einige Links zu den Einzelbildern sowie den Originalhandbüchern des RK-Meters. Zuletzt ein modernes Blutdruckgerät, das mit einer Hand bedient werden kann. Man sieht im mittleren Bild die Pumpe sowie auf der rechten Seite eine Stellschraube. Mit dieser Stellschraube kann ich den Druck im System regulieren bzw. ablassen oder sperren. Das heißt, wenn ich die Schraube zudrehe und den Pumpbalken betätige, pumpe ich das System auf, also die Manschette wird aufgepumpt. Das Manometer auf der linken Seite wird entsprechend ausschlagen. Sobald ich mit dem Stethoskop den Punkt erreicht habe, dass der systolische Druck überschritten wurde, kann ich die Stellschraube leicht öffnen und somit den Druck langsam ablassen. Ich sehe dann das Fallen des Manometers
und muss natürlich dann die Stellen, wo der Druck, der, Entschuldigung, die Strömungsgeräusche einsetzen und wieder aufhören, natürlich merken und habe dann somit den systolischen und diastolischen Druck. Auf der rechten Seite ist grob die Anwendung zu sehen, allerdings ist es eine falsche Anwendung, da ich das Manometer in der linken Hand habe und gleichzeitig die linke Hand aufpumpe, Entschuldigung, die linke Seite aufpumpe. Das wird natürlich die Messung stark verfälschen. Wenn ich jetzt den Blutdruck selbst messe, muss ich natürlich mit der rechten Hand aufpumpen. So, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Und zum Abschluss einen kleinen April-Scherz von April 1985 aus dem 64er Magazin aus dem Markt und Technik Verlag.